Und wieder eingesammelt. Sehr gut. Und noch eine Harpie. Hast du gehört, Chris? Ja, ich hab schon gehört. Wahrscheinlich über den lebenden Baum. Oh, da sind ja zwei Harpien. Alter, hier Harpien. Komm mal her. Hier ist schon klar, dass wir jetzt da oben richtig kräftig auf die Nauze kriegen. Ne? Ach, Quatsch. Ja, du kannst nicht ausweichen. Ja, du kannst. Ja, der Alex kennt den Drachen. Er kennt noch nicht den Drachen, den man dann spawnt. Ach so. Und der kommt immer wieder, auch wenn du geplant hast. Hüpf mal. Oh, verdammt! Nein! Jetzt, oh. Bist du erst da drunter gehüpft? Das ist ja geil. Das wollte ich gerade austesten. Wenn man sich in der Minenkart teleportet, dann sitzt man im Minenkart vor der Tür. Du kannst dich mit dem Minenkart teleportieren. Ach so, ja. Ich hab Mist gebaut. Ja, bist runtergeflogen, hab ich gesehen. Plötzlich saß er wieder hier. So, ich baue jetzt auch mal ein paar. Was braucht man dafür? Holz und. Holz und Eisen bauen. Eisen. Wir haben überhaupt kein Holz mehr übrigens, nur zur Info. Ich hab 400 Holz mit. Ach so, deswegen haben wir kein Holz. Ich verzerre, wenn es um sowas geht. Nein, Chris war ehrlich der. Oh. Auch mal zurück, du schießt mit Laser. Komm, ich schieß runter. Schießt jemand mit Laser auf? Wow, was ist das für ein Gigant? Wow. Was machst du denn jetzt da unten? Hilfe, da ist ein Golem mit Laser. Nein. So. Wo denn? Links von dir? Komm runter, da ist ein Golem mit Laser. Ich bin ja auf dem Weg, aber ich... Wenn ich mal wüsste, wo du bist. Und wo muss man da... Alter, ich hasse es. Ein Speer. Ja, ich komme ja. Was denn? Oh, ich habe ein Jojo gefunden. Ein Sperrregal, das ist ja auch cool. Aber wo bist du denn? Alter, was ist das denn für ein Viech? Ich töte ihn gerade. Den 15. Regenschirmschleim. Herzlichen Glückwunsch, Ian. Sehr gut gemacht. Ich komme ja. Lore. Oh, Alter. Was ist denn jetzt hier kaputt? Chris, zu welcher Station muss ich gehen, um die Gleise machen zu können? Der ersten einfach durchfahren. Was? Einfach durchfahren, wenn du in den Himmel darauf willst. Nein, wo ich die basteln kann. Basteln. Was haben wir gedroppt? Wie, die haben die gedroppt? Die kann man basteln. Was? Kann ich hier noch nicht. Alter. Hier? Ja. Was? Achso, ich bin da gerade im Spiel drin. Hat der gedroppt? Der Eisgigant hat er gedroppt. Ja, er hat gedroppt. Ist sowas. Wo kann ich denn die Gleise basteln? Alter, Hammer, geil. Entschuldigung. Lol, was war das für ein Eisgolem? den hatte ich auch schon gesehen. Chris, wo kann ich die Eisenbahnschienen basteln? Ich habe einen Frostcore von denen gekriegt. Ein was? Ein Frostcore, also ein... Zeig mal. Ein Eiskern. Leg mal rein, ich will sehen. Ja, warte. Ich frage einfach den Brett, der weiß das bestimmt. Warte kurz, Alex, ich komme gleich. Ah, ist der Luke. Ja, egal. Ich guck mal. Über den Truhen unten rechts. Was er mir mit Frostkern, warte, ich geh kurz zu dem komischen da. Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Wo ist er hin? Ah, da ist er, genau. Alex, da. Ja. Ich bin da. Weiß nicht, ich habe Eisen und ich habe Holz. Ian, weißt du was? Ian, weißt du, was du damit machen kannst? Ich weiß es nicht, ich frag dich jetzt. Wenn du Adamantitbahn hast und den Frostkern, kannst du eine Frostblut-Brustplatte machen. Oh, cool. Ja. Wo hast du drin liegen lassen? Titanbahn. Achso, Titanbahn brauchst du für den Kopf. Oder? Nee. Hä? Achso, nee, da gibt's zwei. Da gibt's zwei Frostrüstungen. Frosthelm und. Ne, wieder ein Frosthelm. Okay, na, wurscht. Wo bist du? Ich bin hier. Nein, hier, nein, ich bin im Kern. Ja. Ian, wo bist du? Warte, weil ich bin hier gerade am Aufhängen, am Dekorieren. Dann geht's gleich los. Ja. Und Ian, den Frostkern, dann kannst du eine Frostrüstung machen. Wo bist du? Alter. Okay, gehen wir los. Bei wem mache ich das? Ich glaube beim Schmiedeamboss, bei den Lilan. Alex, kommst du?
Nee, ich wollte eigentlich fragen, wie man Gleise baut, aber das weiß ich nicht. Essen haben bloß eigentlich. Kannst du es ja eh herstellen. Ich habe Holz und Eisen, ich kann sie nicht. Wie kann man eine Honigtruhe bauen? So ein Honigblock und beliebige Eisenbarren. Cool. Ich weiß es nicht. Einfach an dem Dings? Oder braucht man da, geht da nur das normale Holz? Ich habe jetzt eben... wir gehen nicht. Ich hab jetzt nee, Box ist normale Holz. Ja, davon haben wir ja nichts mehr. Wir haben ja keine Holz mehr. Warte, ich geb's dir. Okay, also ja, ich bringe nur das andere wieder weg dann. Er hat dir wieder eine Armbrust. Da kann ich eine Frostplatte machen mit. Ja, du brauchst 20 Adamantium Bahn. Ach, ich hab da schon eine Brustplatte. Ich weiß aber, die Frost kann irgendwas Besonderes dazu. Okay, dankeschön. Okay, dann kann ich hier. Kann ich das jetzt noch nicht machen? Okay. Oh. Ah, da, echt krass, 50. Alter. So, alles gut, im Schießt mit Laser rauf zu mir. Okay, dann würde ich sagen, ich baue einfach mal in die andere Richtung, damit wir auch in die andere Richtung mit einer Strecke fahren können, oder? Ja, ich baue mal jetzt weiter in den Himmel rauf. Ja, mach das. Ja, bauen wir in den Himmel rauf und dann. Vom Himmel hoch, da kommt der ja. Das war ein anderer. Was habe ich eigentlich hier auf der Platte? Ich habe gar nichts auf der Platte drauf. Hä? Die müsste man doch auch verzaubern können, oder? Ja. Nee, kann man nicht. Die Rüstung kann man nicht verzaubern. Oh, nein. Glück gehabt. Au. Schade. Okay, das mit dem... Feder. Boah, der Wurm. Der Wurm ist da. Hilfe. Welcher? Nicht der mechanische. Der Lindwurm. Was? Der ist gerade aufgetaucht und hat mich fast gekillt. Bist du denn, Chris? Ja. Wieder unten. Ich bin ganz aufgefahren. Ja, komm, gehen wir hin. Warte, wo ist die Heilerin? Ich brauch Leben. Wo ist der? Die Kathi läuft da unten rum. Wo ist der? Jetzt danach kommt er. Er kommt? Kommt er zu Drache, uns? Der Drache oder der Drache der oder? Der weiße Linden, damit kannst du. Ja, so das ist der Drache, nämlich. Der ist gut. Ja, da kannst du so einen Drachen als Kampfbett haben. Das ist sau stark. Wer schießt denn da bitte grünes Zeug? Da kommen auch noch gleich Schwerter. Aber es alles ist scheiße. Easy weil, going. Alter, was ist das denn? Ich bin im Weltall. Im Weltall, wenn du da hüpfst, kommst du langsam. Hüpfst du langsam halt. Ich komme immer langsam. Oh, ich habe von irgendwas Schaden gekriegt, aber ich weiß nicht von was. Da ist er. Alter. Jetzt 4000 Leben, ist Alter. So stark. Jawohl. Ach, die Seele! Alter, ist schon tot? 7 Seelen. Ja. Der hat nur 4000 Leben. Na, das ging ja fix. Ah, krass. Der macht aber richtig Damage. Ja, aber wir brauchen jetzt immer eine fliegende Insel. Jetzt einfach mal so gerade in dieser Höhe hier. Gerade. Waagerecht, weiter! Baut! Ja, ich brauch. Ich kann nichts bauen, ich habe keine Steine mit. Keine Steine mehr. Weil ich wollte was zum Gehen bauen. Nee, der ja. Alex hat. Ich weiß zwar nicht, was er da bastelt, aber. Ja, es sieht so ein bisschen nach Bahn aus. Ah. Ah, gut. Hast du Federn gekriegt? Ich krieg keine Federn. Oh, scheiße. Ich brauche neue Tränke. Zähl dich zurück. Oh! Ich fahre Alter, die so ganzen zurück. Federn fallen runter, Chris. Wieso kann ich eigentlich den Trank nicht einsetzen? Jetzt kann ich den Trank einsetzen. Chris, die ganzen Federn sind unten, ne? Ja, ja müssen wir einmal unten langlaufen dann. So, ich komme wieder. Alter, die fallen alle runter. Mit scheiß Kupfer und Silber krieg ich. Alter, heilig, Alex. Hab ich doch. Oh nein! warte, hier nicht der langfahren. Da ist ein Riss in der Strecke. Oh, scheiße, die wandern, ey. Heil dich! Guck mal, du bist gleich platt! Nee, ich kann nicht, der Cooldown ist noch nicht weg. Dann tät ich zurück. Und da kommt der Drache, der nächste. Hau ab! Ich brauche was. Der nächste Drache? Wo ist er? Ja, hier, flieg bei mir rum!
Der geht ja wahrscheinlich jetzt auf Alex unten. Ja, das wäre lustig. Ja, der verfolgt, der kennt auch nicht nur die Höhen, der bleibt nicht hier oben, der geht auch, wenn du wegteleportierst, verfolgt er dich. Ich bin unter Leute. Was? Ich bin gesprungen in der Luft, wenn er behandelt ist. Alter, mach mich nicht fertig, ich sag bloß, ich bin jetzt allein hier oben. Ich wollte nicht springen. Das musst du mal probieren, Hä, hey, aber wo bist du denn da ganz hingeflogen? Hier, komm mal mit. Ich hab kein Schirmchen. Ich hab auch kein Schirm. Wenn du im Weltraum bist. Ach so. Nee, nur mitfahren kurz. Ich weiß nicht, welche Richtung. Warte. Fahren wir dahin und dann auf die andere Seite. Oh. Was? Jetzt. Ja, und dann springen. Dann kommt ihr gleich bei mir unten an. Jetzt komm, andere Seite und kurz bevor ich bremse doch! Das Ding hat einen Bremsstickel! Bevor es runtergeht, einfach springen. Ich kann nicht springen. Oh! Was? Ach, zu dem meinst du den? Oh, da ist der Lindwurm, da ist der Lindwurm. Der Sprung ist geil, da kommst du auf den, kommst auf den Gleisen wieder auf. Ja. Alter, der. Alter, komm gar nicht. Alter, was ein Sprung, ehrlich. Alter Drache, komm hier runter. Ich bin hinterher. Ich bin hier der Drache. Komm her, du. Alter. Das ist Skispringen. Nicht da auf mich. Nicht auf mich, geh auf den Alex. Ey, cool, ist Piss. Der beleuchtet. Oh, lustig. Oh, auffangen! Ich habe irgendwas gefangen. Silber. Wo sind die Seelen? Was macht denn? Ich muss weiter oben wahrscheinlich sein. Das nenne ich mal einen Sprung. Ja. Da war Subi. Super Sprung. Was machst du denn da jetzt? Ich habe die falsche Taste ausgedrückt. Jan schmeißt jetzt erstmal Leuchtstäbe runter. Ja, die lustigen Leuchtstäbe sind lustig. Okay, dann fahren wir auch wieder hoch. So, wir schießen Ihnen mal ein paar Grüße entgegen. Wir müssen jetzt. Bauen wir weiter hier, wir brauchen eine. Jetzt warst du nicht geflogen. Was? Ja. Nein! Ich will nämlich mal eine Strecke rauffahren jetzt. Ich hab die Seele gefunden. Ich hab sie gefunden, bis weiter. Oh! Scheiße! Hast du die Insel? Eine. Da war die Strecke zu Ende. So ein Mist. Oh, ich flieg jetzt aber schön weit. Hui. Jetzt hast du eine Insel gefunden. Nee, ich hab die Seele gefunden. So, ich hab bestimmt eine. So, ich flieg jetzt bis in die Bibliothek. Sehr gut. Sehr gut. Das war ich bin zu weit gesprungen. Die Insel muss irgendwo in der Mitte sein. Also außen ist nämlich keine. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Wow, wo fliege ich denn hier ganz hin? Ich kann dir sagen, wo eine ist. Das ist das. Weißt du, wo eine ist? Nicht mehr weit. Oh. Chris. Wo? Über den lebenden Baum. Ich schwöre auf, mit tödlicher Sicherheit. Der Baum ist immer so, lebender Baum ist immer so ein Indikator dafür. Hier noch ein Stück weiter. Der Höhe auch. Ich habe auch keine Schienen dabei. Ja, ich komme gleich. Da müsste jetzt, warte mal, ich bin auf der Karte dabei. Hier ungefähr, irgendwann, jetzt müsste jemand mit einer kommen. Ian, hast du das Schwert, ja? Fällt die ganze Zeit drin, immer runterschießen, die ganze Zeit. Ich brauche Karte gerade. Also, wenn man irgendwas hört, so ein Taschgeräusch oder so, dann weiß man, dass da eine Insel ist. Was für ein Geräusch? Na, wenn das Schwert aufprallt, dann weiß man, dass die Insel da ist. Ach so. Sammle mal unten die ganzen Federn ein, Alex, wenn du da unten lang läufst. Nee, da laufe ich gerade gar nicht lang. Das ist scheiße, wir brauchen nicht unheimlich viele Federn. Ich habe keine Schienen mehr. Jo Leute, aber demnächst würde ich auch gerne mal die Folge wieder beenden, dann.
Ich weiß nicht, wie weit ihr noch lauft, aber im Prinzip können wir. Haben wir ja ganz gut geschafft heute. Dann ich würde sagen, einen Drachen noch. Lauf ich. Ja, ihr könnt noch einen Drachen, dann laufe ich einmal unten die Federn abgrapschen. Und dann könnt ihr in der Zeit gucken, ob ihr noch einen Drachen findet. Oder nochmal irgendwo runterspringen. Springen, du kommst hier nie an. Lass du nicht Schicht springen. Alter, oh, kein Telemark. Hier, wir brauchen noch einen Drachen, dann haben wir Flügel, dann können wir leichter die Insel finden. Dann haben wir einmal Flügel, wir brauchen dreimal Flügel. Ja, aber wenn wir die Insel mal haben, können wir uns aufbauen. Ja, da, deshalb sollen wir ist es wichtiger, die Insel zu finden. Können wir damit auch beim nächsten Mal besser starten, dann ist doch so der Hintergedanke. Ja, dann guckt ihr mal nach der Insel. Nee, wenn du offline gehst, gehen wir auch offline. Nein, ja. Ich suche jetzt erstmal gerade noch nach dem. Ich habe aber keine. Nach den China Federn. Oh, da ist schon wieder diese komische Wolke. Ach, die hat ein Blitzgewitter auf mich runtergelassen. Das ist ja nett. Okay. Schauen wir mal. Wow, die Corruption. Die Corruption hat schon die Wüste eingenommen. Da kommt Drache! Oh. Ah, hier sind Federn, ganz viele. Okay. 4 Federn, 5 Federn. Oh, sind auch. Ja, da müssten Federn ohne Ende müssten da rumliegen. Geh weg, geh weg, geh weg! Alter, die Corruption hat hier alles eingenommen, ey. Boah! Treff ich ihn überhaupt? Ich komme gar nicht nach, ist der schnell. Ich hab den direkt am Schwänzchen, komm her. Und da fliegen sie wieder. Ich hab ihn gleich platt. Ich hab ihn gleich platt. Ich schieß mit Gewehr hinterher. Ja. Ich hab ihn platt gemacht. Also bitte alle schön bei ihnen wieder gucken, das wird bestimmt wieder amüsant. Christian! Der hat keine Seele droppen lassen, der hat nichts droppen lassen. Ja, der letzte hat doch, auch keine droppen lassen. Doch, da hat er. Ich hab's nicht eingetragen. Wie willst du. Was lässt der nochmal droppen? Oh Gott, wie viele Federn sind denn hier? 10. Ja, also ist so alles über unten geflogen. Was? Ja, ich schau kurz zum Springen. Wie heißt halt, weil er was der droppen droppelt? Seele des Fluges. Oh, ach so, müsstet aber echt schon über dem Baum sein. Ich hab keine Soul of Flight. Ich will da mal runterbauen. Oh, ein UFO! Eine Regenwolke. Hier muss irgendwo eine Wolke sein. Ian. Ja! Eine Wolke. Hier bei uns, wo ich bin. Da muss irgendwo eine Wolke sein. Ich komme ja gerade, warte mal. Hui! Alter, die Sprünge sind geil. Ich habe jetzt 12 Federn. Oh, da wollte ich wollte gar nicht. Ja. Warum kann man sich nicht draufbauen, weißt du? Oder kann man es vielleicht nicht? Was? AGD rauf. Alter, wenn ich jetzt daneben springe, ne? Geh weg, du blöde Wolke. Hirn, halt. Pass kurz auf mich auf. Ja, guck mal. Einfach überall das Seil hinbauen. Da komme ich schon rauf. Alter, hier ist keine. Oder? Nee. Wo sind wir denn auf der Karte? Ich kann nicht auf der Karte gucken. Wenn ich jetzt auf der Karte gucke, bin ich platt. Also hier Alter, nur ein Fehltritt und wir sind sowas von dem Arsch. Wo willst du denn hin? Zum Mond oder was? Ja, bau dir noch ein Häuschen hin. Ist okay. Eine falsche Bewegung bis unten. Eine falsche Bewegung, du bist unten. So sieht's aus. Nicht Volt wenden, sondern irgendwas anderes. Alter, wie.
Also hier ist keine Wolke. Ja, das kotzt mich so langsam an. Warum nicht? Ich bin im Schneesturm. Gut, dann baue ich mich da jetzt wieder auf. Ja komm, ich zähle mich dann zurück. Oh, Schicht. Okay, dann machen wir gleich Schicht im Schacht. Also wie gesagt, ich habe 12 schöne... Ich bin zu Hause, ich räume jetzt noch an, so bis ihr da fertig werdet. Ja, entschuldige Alex, was wolltest du? Ich habe 12 Federn jetzt. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber es ist so zumindest Ja, wir brauchen da echt einige für, ich weiß nicht, so für alle drei, ich denke mal so 60 Stück. Oh, okay. Da sind so einige. Ich habe auch ein paar dabei, der Chris hat bestimmt auch noch welche, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Okay. Okay. Was kann denn Geysir? Also ich weiß, was ein Geysir ist, aber was kann ein Geysir? Was macht das ist eine Falle. Ah, warum die spuckt dann Wasser. Das ist wie die Falle von der Lava. Soll ich die mal aufstellen? Ja. Ja, mach mal. Anders gibt's doch nicht. Wo ist denn die Hundswolke? Was? Wo ist denn diese verblödete Wolke? Das gibt's doch nicht. Ich weiß es nicht, wo die ist. Wo soll ich denn die Federn hinpacken? Ich glaube, die sind auch in unserer Materialkiste. Nee, da, wir brauchen ja wahrscheinlich auch eine Druckplatte, um den zu aktivieren dann. Warte mal, wo ist denn Materialien? Haben wir da Federn drin? Ja. Wir haben jetzt insgesamt schon 17 Federn. Immerhin. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Oh, Meteorenkopf. Oh, 63 Schaden? Warum habe ich 63 Schaden bekommen? Weil du es kannst. Ich bin einfach so in die Höhe gehüpft, ja. Prall auf, weil man nicht 63 Schaden. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. 63 Schaden erstmal gleich. Warum nicht? Ja, weiß nicht, wo packe ich. Ich packe die Federn mal zu den Seelenzeugs und so hin, ne? Ja, das macht Sinn. Das ist ganz gut. Ah, hier sind noch mehr Perlsteinblöcke, okay. ja, ansonsten Meteoriten. Können wir hier reinpacken. So, alle drin da. Okay, wir müssen hier unbedingt ein bisschen aufräumen. Warte mal, Bleierz brauchen wir doch hier gar nicht. Zinnerz brauchen wir hier doch auch nicht. Ganz ehrlich, ey. Sondern haben wir hier Platz für Orichalkum und Adamantium. Er mit seinem Pferdchen da, ehrlich. So. Sieht doch schon gleich besser aus. Wolfram brauchen wir auch nicht hier. Das Pferd kann doppelt hüpfen. Okay. Platin haben wir auch nicht, ne? Brauchen wir auch nicht. Nee. So, das kommt alles in eine andere Kiste jetzt rein hier. Nehmen wir jetzt die hier. Ist nicht an, dass keine Wolke da ist. Ja, es muss doch eine da sein wahrscheinlich, oder? Wo sind denn die Seelen drin und so? Oben in der Dingsbums, in der rechten Schattentruhe. Genau, in der rechten Schattentruhe. Drin. Okay. In der äußersten rechts. 29 Federn, 15 Seelen des Fluges. Ja, ich weiß nicht, wo die Federn sind. Ich habe die nie gefunden bei den Seelen. Lol, warum habe ich 72 Holz gehabt? Ich weiß nicht, wofür du die gebaut hast. Einfach so. Die hat bestimmt der Alex gebaut. Natürlich habe ich die gebaut und habe sie daheim genommen. Lebensformanalysator? Nee, habe ich nicht genommen. Ich weiß nicht, wo in die Truhe gegeben. In die grüne. Ich weiß jetzt gar nicht wo. Sie mal schauen. Ach, da sind die. Ja, gucken wir mal. Ich weiß jetzt auch nicht, in welche Truhe wir die haben wollten. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich packe eine Truhe, aber ich weiß nicht mehr in welche. Bestimmt in Ians Truhe. Guck mal, graue Druckplatte, die musst du gegen den Rand da. Entschuldige, Chris, was braucht man denn für so Flügel? Du brauchst 20 Federn. Ja. 25, oder? Na, 10 Federn, glaube ich. Ja. Und 25 Seelen oder so. Oder 20, weiß nicht. Hm. Kannst du schon welche machen? Hier sind doch 50 drin. Zeig mal. Federn und hier sind 52 Seelen des Lichts drin. Ich hab noch 7. Zeig mal. Souls of Light packe ich jetzt hier mal rein.
Hat Chris mal wieder aus Versehen ein unschuldiges Tier getötet? Der Klassiker wieder. Ja, ganz klassische. Jetzt willst du ja bauen, oder was? Ach, da geht's. Ja, welche willst du denn bauen? Die dämonischen? Oder du gibt's ja verschiedene. Ja, für die dämonischen brauchst du aber die Seelen des Schattens. Ja, ich weiß nicht, welche du jetzt da kriegst. Aber die haben eigentlich die gleichen Stats, nur dass die irgendwie, einen sind dämonisch, die anderen sind himmlisch oder so. Die Stats sind aber gleich. Ich hab die Engelsflügel. Hast die Himmelsflügel, ja. So, jetzt kannst du jetzt fliegen. Gib mal den Alex, da kann er sich ja mal anschauen. Also der kommt, ich leg die Seelen alle rein. Ja, ich kenne die schon halt. Alex, nimm mal die Flügel, die sind richtig geil. Okay. Damit kannst du jetzt richtig fliegen. Okay. Dann schauen wir ja. Du kriegst doch keinen Sturzschaden. Du kannst jetzt von weit oben runterfliegen. Das wird nichts mehr. Oh, jetzt kannst du ein bisschen All, wenn du willst. Echt? Ja, mit der Biene wär's besser. Mit der Biene wäre es besser, die fliegt viel länger. Oh, aber ich kann nicht ewig fliegen. Ja, ja, die hat auch so einen Cooldown-Zeit, aber die sind geil. Du kannst ein Loch runter bis zur Hölle bauen. Okay, aber man kommt auch nicht viel höher als mit den anderen, ne? Oder? Dankeschön erstmal. Doch, cool, kommst du höher. Kommst weiter und höher. Mit geil. Den Dingern. Ja gut, das ist natürlich ein bisschen einfacher und du fliegst, zu fliegen. Wenn du mal Anlauf nimmst und fliegst in einer Richtung, du kommst gar nicht mehr runter, so hast du das Gefühl. Du fliegst einfach über alles weg. So, interessiert nicht mehr, was auf dem Boden rumgammelt halt. Hier, guck mal, ich flieg auch über. Oh, wir werden angegriffen. Von wem? Weiß nicht, aber die Kalista hat hier gerade mal irgendwie so ein bisschen wieder Magie heraufbeschworen. Aber ich glaube, es war nur ein grüner Schleim. Okay. Also angegriffen glaube ich jetzt nicht. Nee, uns greift hier keiner mehr an, ne? Okay. Ja gut. Ja gut, dann war's das für heute. Schöne kleine Runde, haben wir doch ein bisschen was geschafft hier, ne? Ja, ich stand viel im Haus. Ja, aber das passiert häufig, haben wir ja schon festgestellt. Das ist in vielen von unseren Folgen so. Dass wir viel in den Häusern stehen. Nun denn, dann hoffen wir, es hat einem gefallen. Und sehen uns beim nächsten Mal dann wieder, ne? Tschüss! Ja. Ciao! Ciao.